Hallo Freunde, Servus und grüß euch auf meinem bayerischen Kanal Sonjas Herzreisen vegan und roh. Mein heutiges Video richtet sich hauptsächlich an die Menschen, die immer noch meinen, sie bräuchten unbedingt ein Fleisch oder eine Wurst oder einen Käse oder ein Ei zum Frühstück oder irgendetwas Tierisches, nur um in diesem Augenblick ihren Genuss zu befriedigen. Ich möchte euch heute mal den Schwerpunkt darauf richten, was alles noch dran hängt, wenn wir diese tierischen Produkte essen. Ja, also nicht nur, dass dieses Tier auf tragische Weise Millionen oder womöglich Milliardenfach auf der Erde zu Tode kommt, sondern da hängt ja noch ganz, ganz viel anderes dran, wo wir uns überhaupt keine Gedanken drüber machen. Und da möchte ich heute gerne mal aufklären. Übrigens denke ich, dass es noch viele neue Zuhörer und Zuschauer auf meinem Kanal gibt. Und für die ist es bestimmt auch ganz interessant, was ich euch heute sage. Wenn du da zu diesen Menschen gehörst, die ab und zu ein Schnitzel auf ihrem Teller liegen haben, vielleicht denkst du mal drüber nach, dass es sich bei diesem Schnitzel nicht um etwas handelt, sondern um jemand, nämlich ein Tier, das sein Leben geben musste. Nur damit du ein paar Minuten einen Genuss hast, ist es das wert? Es ist ganz sicher nicht respektvoll gegenüber Umwelt, Klima, Gesundheit, Tieren und hungernden Menschen, dass der Konsum von Fleisch, Milch und Eiern für mindestens 51% der weltweiten von Menschen ausgelösten Treibhausgasemissionen verantwortlich ist und somit den Klimawandel bzw. die Klimakatastrophe maßgeblich auslöst und damit die Existenzgrundlagen nachfolgender Generationen zerstört. Es ist ganz sicher nicht respektvoll gegenüber Umwelt, Klima, Gesundheit, Tieren und hungernden Menschen, dass täglich ca. 6.000 bis 43.000 Kinder an Hunger sterben, während ca. 40% der weltweit gefangenen Fische, ca. 50% der weltweiten Getreideernte und ca. 98% der weltweiten Sojaernte an die Nutztiere verfüttert werden, die zum großen Teil sogar aus den hungernden Ländern stammen. 80% der hungernden Kinder leben in Ländern, die einen Nahrungsüberschuss produzieren. Doch die Kinder bleiben hungrig und verhungern sogar, weil der Getreideüberschuss an Tiere verfüttert bzw. exportiert wird. Es ist ganz sicher nicht respektvoll gegenüber Umwelt, Klima, Gesundheit, Tieren und hungernden Menschen, dass jeder Tod eines Tieres und die systematische Tierquälerei in der Tierhaltung und Schlachtung wegen eines banalen, ungesunden Geschmackserlebnisses ein unerträgliches und zum Himmel schreiendes Unrecht darstellt. Es ist ganz sicher nicht respektvoll gegenüber Umwelt, Klima, Gesundheit, Tieren und hungernden Menschen, dass sich die Menschen durch den Konsum von Fleisch, Milch, Milchprodukten, Eiern und Fisch die schwersten Erkrankungen wie Krebs, Herzinfarkt, Bluthochdruck, Schlaganfall, Diabetes, Alzheimer, Demenz, Adipositas und so weiter anfressen, weil sie von korrupten Experten vorsätzlich über den Zusammenhang von Ernährung und Krankheit irreführend informiert werden. Da du das jetzt gehört hast, kannst du das künftig jetzt anders machen, nämlich es weglassen aus deiner Ernährung. Hier ein Beispiel und eine Aussage von der lieben Antonia.
Antonia lebt vegan. Warum? Aus tierisch guten Gründen. Etwa 1 Million Menschen in Deutschland essen keine Lebensmittel, die von Tieren kommen. Unsere Autorin Antonia zählt seit einiger Zeit dazu. Doch sie stößt immer wieder auf Vorurteile. Hier kommt ihre Antwort. Es ist noch gar nicht lange her, da habe ich mich kaum darum gekümmert, was bei uns zu Hause auf den Tisch kommt und was für ein Fell an meinem Mantel baumelt. Ich gehörte zu den Menschen, die allenfalls mal sagten, Vegetarier okay, aber wieso denn vegan? Die Kuh gibt doch freiwillig ihre Milch. Ich hielt Veganismus für einen neumodischen Ökotrend aus den USA. Auf tierische Produkte komplett zu verzichten, klang für mich völlig ungewöhnlich. Mir fehlte es schließlich an nichts und warum etwas ändern, mit dem ich aufgewachsen bin? Ich hielt den Veganismus für einen neumodischen Ökotrend, der aus den USA nach Deutschland schwappte, mehr nicht. So war es früher vielleicht. In der Zwischenzeit finden sich unter dem Begriff vegan allein auf Instagram rund 50 Millionen Beiträge. YouTuber propagieren veganen Lifestyle, Weltmarken wie Gucci und Amanda aus Italien oder Hugo Boss aus Metzingen, Baden-Württemberg, haben bekannt gegeben, keine tierischen Pelze mehr zu verarbeiten. Und so habe auch ich begonnen, mich bewusst damit auseinanderzusetzen. Je häufiger die Öffentlichkeit über Veganismus diskutierte, desto neugieriger wurde ich. Dass so viele Menschen und Firmen etwas veränderten, löste Zweifel in mir aus. Und nicht nur das, eines Tages erfuhr ich, dass Kühe von Natur aus nicht dauerhaft Milch geben, sondern wie alle anderen Säugetiere nur dann, wenn sie Nachkommen geboren haben. Der Milchbauer nimmt der Mutter ihr Kälbchen nach der Geburt nur ganz schnell weg. So kann die Milch im Kühlregal landen und das Kälbchen als Vitello, Tonato oder Leberwurst auf dem Teller. Warum zeigt mir die Milchindustrie glückliche Kühe? Auf einmal fühlte ich mich belogen von der Industrie. Warum sehe ich auf dem Milchkarton aus dem Supermarkt eine glückliche Alpenkuh, wo die Tiere doch auf engstem Raum leben und Schmerzen aushalten müssen? Die Erkenntnis für mich ein Aufwachen. Verdrängen? Unmöglich. Auf einmal entpuppte sich mir die Wahrheit, dass wir uns etwas vormachen, indem wir bei dem Wort Rindersteak an eine saftig gebratene Delikatesse denken. Klar wusste ich, dass es sich um Fleisch handelte, aber ich habe nie die Bilder in meinem Kopf zugelassen. Ich verdrängte, dass es sich bei meinem Schnitzel nicht um etwas handelt, sondern um jemand, der sein Leben geben musste, damit ich 5 Minuten Genuss verspüre. Ich habe hingenommen, wie es ist, und an ein "Ich allein kann ja eh nichts ändern" geglaubt. Kürzlich nahm ich im Supermarkt eine Packung Zigaretten in die Hand und betrachtete die Schockfotos darauf. 2014 hat die EU-Kommission eine Richtlinie verabschiedet, nach der die Hersteller auf mindestens 65% der Schachteln Warnhinweise drucken müssen. Mein Vorschlag: Warnhinweise für Fleischprodukte wie Zigaretten. Ich stellte mir ähnliche Bilder und Slogans auf Kalbfleisch vor. Dieses Tier ist für Sie gestorben. Ist das so gegenwartsfern? Ist es unmöglich für die Zukunft?
Man würde den Verbraucher bewusst direkt ansprechen und er könnte vor dem Kauf überlegen, ob er Teil davon sein will oder nicht. Warum so etwas nicht existiert? Vielleicht, so denke ich manchmal, weil es einfach nicht erwünscht ist. Große Konzerne wehren sich seit Jahren gegen die pflanzliche Ernährung. Der weltgrößte Nahrungsmittelhersteller Nestlé warnt beispielsweise auf seiner Internetseite vor den Mangelerscheinungen durch den Veganismus. Zitat Nestlé: Aus Ernährungssicht betrachtet ist der vollständige Verzicht auf Fleisch und alle anderen Zutaten aus tierischer Herkunft nicht unproblematisch. Ja, wenn man es verkehrt macht, ist das natürlich nichts, gell? Man muss das schon richtig machen. Aber mal ehrlich, wundert es, dass ein Unternehmen mit tierischen Lebensmitteln viel Geld verdient, daran wenig ändern will? Auch der Staat profitiert von dem Geschäft. Immerhin gibt Nestlé mehr als 10.000 Menschen in Deutschland einen Arbeitsplatz und sorgt für einen Umsatz von mehr als 3,5 Milliarden Euro, Stand 2016. Darauf entfallen Steuern, mit denen die Regierung viele wichtige Dinge bezahlen kann. Ich bin trotzdem ausgestiegen, sagt Antonia. Vor allem, weil ich es mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren kann, Tiere zu essen, während ich mich als Tierfreund bezeichne und mich darüber aufrege, wenn Chinesen bei den sogenannten Dog-Festivals Hundefleisch essen. War ich denn besser? Ob Kuh oder Schwein? Ob Huhn oder Hund? Wer gibt mir das Recht zu entscheiden, welches Tier ein mehr oder weniger glückliches Leben als Haustür führen darf und welches in den Schlachthof muss? Meine Erziehung? Die Tatsache, dass es einfach immer so war? Ich gebe zu, der Verzicht war am Anfang nicht einfach. Ich mochte Milch unheimlich gerne. Ich aß viel Käse und auch, wenn ich schon lange auf Fleisch verzichtete, fiel es mir schwer, Fisch und Meeresfrüchte vom Speiseplan zu streichen, sagt Antonia. Erstaunlicherweise war mein Verlangen jedoch nach kurzer Zeit verschwunden und ich war froh, mich so entschieden zu haben. Und nun hoffe ich, dass immer mehr Menschen dieses Aufwachen erleben, dass klar wird, dass wir etwas ändern können, dass wir unseren Bedarf an Nährstoffen und Kalorien auch anderweitig decken können. Für mich ist vor allen Dingen wichtig, dass wir respektvoll miteinander umgehen, respektvoll mit dem Tier, mit dem Menschen und mit jedem Andersdenkenden. Ja, meine Lieben, ich habe ja das früher auch alles gegessen, gell? Das ist die ganzen Milch- und Tierprodukte. 57 Jahre meines Lebens. Aber als ich dann endlich, Gott sei Dank, in die Lage gekommen bin, dass ich mich damit befasst habe, ja, aufgrund eines Buchs von Markus Rotkranz, Heile dich selbst, ich habe da 2-3 Seiten gelesen und ich habe gewusst, ich mache das sofort, gell? Also wenn man sich da hineinbegibt und sich informiert, was da alles dranhängt, ja. Denn man will ja nicht, dass ein Tier zum Beispiel, also kein Mensch, kann ich mir vorstellen, will ein Tier verletzen, dass es dem schlecht geht oder irgendwie. Wir essen halt einfach dieses Fleisch und diese ganzen Milchprodukte, weil wir das immer schon so gemacht haben in unserem Leben und machen uns keine Gedanken, aber deswegen ist diese Aufklärungsarbeit so wichtig, finde ich. Gell? Und wenn man das mal gehört hat, dass dieser Hunger auf der Welt, diese hungernden Kinder,
dass das alles von dieser Viehwirtschaft kommt, ja, von dieser Massentierhaltung, weil die ja alle diese ganzen Tiere ja dieses ganze Futter wegessen, was normalerweise für diese hungernden Menschen verwendet werden sollte. Okay? Da machen wir uns keine Gedanken und auch unser Klima durch diese vielen, vielen, vielen Massen an Tieren, die überall rumstehen und dann den Boden verseuchen mit der Gülle und ja, darauf entstehen wieder unsere Nahrungsmittel. Also das ist, finde ich, alles kein gesunder Kreislauf. Okay? Und das sollten wir uns bewusst machen und dann ist es, denke ich mal, einfach ganz normal, dass man da aussteigt, dass man das nicht mehr mitmacht. Ja, ich hoffe, ich habe es gemerkt, ich habe wieder mal aus meinem Herzen gesprochen, wie immer oder wie meistens, wie ich hoffe, und dass ich wieder den einen oder anderen von euch mitreiße, dass ihr aufhört, diese Dinge zu essen. Gibt es auch noch einige unter euch, die das ab und zu mal so ein bisschen naschen? Lasst es einfach weg, ihr braucht es nicht. Okay? Ja. So, meine Lieben, das war mein Video. Wenn es euch gefallen hat oder wenn es interessant war für euch oder was Neues ihr gehört habt, danke ich euch sehr für einen Daumen nach oben, wenn ihr meinen Kanal abonniert, wenn ihr es nicht schon gemacht habt, damit ihr keins von meinen spannenden Videos mehr verpasst. Und dann schreibt mir einen lieben Kommentar. Und dann wünsche ich euch für heute alles, alles Gute, viel Gesundheit und glücklich sein und einen wunderschönen Tag. Macht es gut. Servus. Pfiat euch.